Hallo Außenwelt, willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Und ihr seht vielleicht, ich bin jetzt nochmal zu der Ratte gelatscht, weil ich mir dachte, vielleicht sehe ich auf dem Weg irgendwas. Ich habe mich einfach mal umgeschaut und ich habe nichts gesehen, wie es weitergeht. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist die Blitzklinge, die wir auch schon aus dem vorherigen Part mitgenommen hatten, und nochmal einen Panzerhelm und eine Panzerrüstung, aber das war es auch. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, hier ist auch nichts, wir werden jetzt einfach mal versuchen, die Ratte hier mit Magie wegzusemmeln. Vielleicht haben wir ja Glück und das funktioniert. Wer seid ihr? Ihr nicht Krieg Funkeldings. Krieg. Mal schauen, vielleicht können wir auch im Kampf wenigstens auf ein oder zwei Leute von uns das Wichtel wieder zurücknehmen. Komm, du machst einfach mal stehlen. Du machst jetzt einfach mal Magie. Ach, ja toll, du kannst ja dann jetzt nur die Stufe 1 Magie. Ach Mann, das ist doch scheiße. Nein, wir können es nicht verwenden. Das darf nie wahr sein. Dann machen wir hier Aero und... Ja, die anderen können ja nichts machen. Ach, scheiße ist das doch, ey. Wir versuchen einfach mal... Gucken, was funktioniert. 95, naja, ist ja wenigstens mal ein bisschen Schaden. Potion erhalten. Na, ist doch auch schon mal was. Ich kapiere es nicht. Wir scheinen hier echt richtig festzuhängen. Ich weiß auch nicht. 73, naja. Ich wollte gerade sagen, oh, so viel Schaden macht sie ja wenigstens nicht, aber dann macht ihr auch noch so eine Scheiße da. Ja, super. Das ist, haben wir vielleicht irgendwie noch was so... Potion, Echo, ne? Ein Bombensplitter könnten wir noch draufschmeißen. Ja, ich glaube, das machen wir auch mal. Wir schmeißen mal eben hier den Bombensplitter noch mit drauf. Du machst wieder deine Magie, so lange wie es geht. Dann nehmen wir mal Feuer, mal gucken, wie viel das bringt. Du machst jetzt einfach mal ein Vita auf alle. Oh, nee, hier. Und du machst einfach mal einen Ausfall auf, wenn es nichts bringt. Aber dann steht der wenigstens nicht so sinnlos in der Gegend rum, ne? Na kommt, ey, die muss doch, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch irgendwie zu killen sein, das Vieh für uns. Wir haben auch keine Möglichkeit, Wicht zurückzunehmen. Wenn wir in den Gängen sind oder wenn wir hier in diesem Raum sind oder sonstiges. Es geht... Nix. Und... das hat ja sogar ein bisschen was... Alter, Feuer kann die auch? Die ist ja multi-elementar. Blöde Saudi. Ja, dann würde ich sagen, versucht er nochmal zu stehlen. Dann kannst du auch bei Eis bleiben. Du machst einfach dein Vita wieder auf alle hier. Und du machst einfach verteidigen. Du machst am besten nix, das was du am besten kannst. Genau, so. Nichts zu stehen. Ah, schade. Noch. Das ist doch, ey, das, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so Sinn der Sache ist, dass wir versuchen müssen, hier als Wichtel irgendwie klarzukommen. Ich weiß nicht. Ich muss irgendwas übersehen haben. Der hat schon ein bisschen mehr reingehauen. Ja, dann würde ich sagen, wie, du kannst nicht verteidigen. Ach, der kann nicht verteidigen? Ja, dann versuch nochmal zu stehlen hier. Ja. So, du machst nochmal dein Eis. Du machst nochmal wieder deine Vita auf alle hier. Und du machst verteidigen. Ey, was ist das denn? Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen es irgendwie hin. Mit unserer Eis- und Feuermagie. Komm, so viel Life kann ich doch gar nicht mehr haben, oder? Alter, wie viel hatten die noch? Vergiftet, ja nee, ist richtig. Hm, klar. Oh, scheiße. Okay, Item. Echo Cloud Vita, wo haben wir denn Antidot? Hier auf, ach ja, auf Inges. Du greifst wieder mit deiner Magie an. Fünfmal kann das noch. Oh, oh. Du machst dann einfach mal Vita nur auf dich. Und du machst das, was du am besten kannst, verteidigen. Eieieiei. Sieht momentan noch nicht so wahnegut für uns aus, ne? Muss ich ja mal so sagen. Das Schlimme ist ja auch, wir können nirgendwo bessere Ausrüstung oder sonst irgendwas kaufen oder... Keine Ahnung. Ist doch scheiße. Komm, stirb doch einfach, ey. Mann! Oh, gut, die Ah, wenn diese scheiß Vergiften nicht wäre. Ich wollte gerade sagen, die normalen Angriffe gehen ja noch, aber mit dem Vergiften dabei ist ja schon wieder scheiße. So, Antidot. Eis. Komm, die kann doch nicht mehr so viel haben. Ja, das gibt's doch nicht. Die muss doch langsam mal erledigt sein hier.
gibt's doch gar nicht. Vor allem, das kann doch nicht so beabsichtigt sein, oder? Ich muss irgendwas übersehen haben. Irgendwas muss ich übersehen. Alter, die stirbt nicht. Die stirbt nicht. Boah, wenn wir groß wären, dann wärst du schon lange erledigt. Glaub mal dran, ne? Okay, Item. Potion. Refia. Inges, Refia, Inges, Refia, Inges, Refia, Inges. Pass auf, ich würde sagen, wir die Potion machen wir auf Inges. Du machst wieder dein Eis. Das können wir auch nicht mehr lange machen. Und du machst dein Vita auf dich selber. Und du machst einfach mal einen Ausfall. Ist egal. Komm, dann hast du mal wenigstens wieder was getan. Ach, schön. Der mischt sich auch mal ein mit seinem Blitzrad. Das dürfte gut Schaden machen. Na komm. Stirb. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich glaub's gar nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es hinbekommen. Boah, 1500 Gil und wahrscheinlich dann jetzt so 50 EP. Nein, 300 EP. Ich bin begeistert. Berufsstufe von Lunet ist gestiegen. Berufsstufe von Ark ist gestiegen. Berufsstufe von Refia ist gestiegen. Und auch die von Inges ist gestiegen. Ach, meine Güte. Ein Glück, ey. Boah. Wir müssen jetzt aber nicht den ganzen Weg wieder zurück, oder? So als Wichtel durch die ganzen Gänge hier durch, oder? Neptoauge erhalten. Doch, natürlich müssen wir genau das. Nein, bitte nicht. Ach, das ist doch scheiße. Okay, ach, wir sind aber wieder voll aufgefüllt. Okay, 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 okay. Nur die Magie wahrscheinlich nicht, oder? Doch, sogar die Magie ist wieder voll aufgefüllt. Aber wir können das Wichtel nicht auf uns zurück mal setzen. Wir können es, es geht nicht. Nein, jetzt müssen wir als Wichtel wieder hier so durch. Hat sich hier vielleicht ein Weg dadurch geöffnet? Nein, natürlich auch nicht. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück durch diese Scheißschlange. Okay, flüchten. Ich möchte nur mal was ausprobieren. Nein, wir könnten es nicht anwenden, wenn wir es wollten. Es geht einfach nicht. Wir müssen uns also wirklich hier als Wichtel so durchprügeln, beziehungsweise so durchflüchten. Es geht nicht anders. Das ist doch scheiße jetzt. Ohne Kack, oder? Das ist doch... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so beabsichtigt ist. Ich weiß nicht. Dass irgendein Fehler ist oder so? Naja, wir haben jedenfalls dieses Funkeldings. Und da setzen wir dann gleich mal bei der Steinschlange in das andere Auge. Ein in die Augenhöhle und ein Hinterhalt. Natürlich! Klar! Warum auch nicht? Und dann wollen wir mal sehen... Ei! Alter! Soll die Scheiße! Lass Refia in Ruhe! Und dann wollen wir mal schauen, ob wir dann vielleicht endlich weiterkommen. Vielleicht wird ja dann irgendwie die Wasserschlange, die da ist, vielleicht wird die ja dann irgendwie stark angeschwächt, dass man sie dann besiegen kann oder so. Wir müssen mal schauen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine... Nee, vergiftet ist sie nicht. Oh, ich dachte, die wäre jetzt vergiftet. Na gut. Dann kriegt ihr halt nur so zwei Potions reingeknallt hier. Zack, zack. Da kommt noch eine. So. Wollen wir mal nicht so geizig sein hier, ne? Mit unserer süßen Refia. Geht's hier noch irgendwie weiter? Nein, geht's auch nicht mehr weiter. Okay. So, da oben war die Blitzklinge drin in der Kiste, in der Truhe. Die uns jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel gebracht hat. Aber dann gut. Wollen wir mal schauen. Ach ja, wir sind ja übrigens Dieb, ne? Das wisst ihr vielleicht noch. Und wir haben erstmal den Panzerhelm und die Panzerrüstung ausgerüstet. Warum auch nicht? Die haben wir in dem Loch gefunden dort. Alter, ein Dieb mit Panzerrüstung und Panzerhelm. Hallo? Also ich weiß nicht. Er scheint mir ja doch ein bisschen abwegig, aber na gut. Ist halt ein schwer gerüsteter Dieb. Warum nicht? Der kann sich da halt drin bewegen. Das ist halt ein fucking Ninja. Mönch, ich würde so gerne noch Mönch ausprobieren, wenn ich mal wüsste, was man dafür bräuchte. Was der für Equip bräuchte, vor allem wann wir nächstes Equip kriegen. Ich schätze mal, wenn wir die Seeschlange besiegt haben und mit dem Schiff weiter können, weil über dem Tempel, so ein bisschen über dem Tempel im Nordosten, ist ja eine kleine Stadt, da scheint ja eine Ortschaft zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dort unsere nächste Ausrüstung kaufen können. Und dann könnte man vielleicht mal ausprobieren, wie der Mönch so ist und was der so kann und so. Wollen wir mal schauen. Erstmal müssen wir gucken, dass wir hier rauskommen. Erstmal müssen wir gucken, dass wir irgendwie überhaupt die Schlange wegbekommen. So. Jetzt darf man aber wieder, jetzt können wir aber bestimmt wieder hier Wicht wegmachen, oder? Oder? Ja, jetzt geht das wieder. Also wirklich immer nur an bestimmten Stellen, wo wir das machen können. Ich verstehe das nicht, ey. So. Jetzt sind wir wieder groß. Los, setz das Auge ein. Okay, er hat das Auge ins Maul eingesetzt, aber na gut. Du setzt das fehlende Auge in seinen Sockel ein. Funkel, Glitzer, Sparkle. Ihr habt euch bewährt, Krieger des Lichts.
Ich bin der Neptodrache, Hüter der Meere. Dafür, dass ihr mein fehlendes Auge zurückbrachtet, möchte ich euch danken. Dieses Auge ist kein einfaches Juwel, es ist meine Seele. Ohne es kann meine physische Form der Drache nicht kontrolliert werden. Jetzt, da ich wieder eins bin, werde ich in Frieden ruhen und über diese Wasser wachen. Also dürfte der Drache wohl weg sein, oder? Doch hat das Wasser selbst sein Licht verloren. Etwas ließ die Erde beben und das Licht wurde in die Tiefen des Nix gezogen. Krieger des Lichts, ich werde euch den Zahn des Wassers überreichen. Er wird euch die Kraft spenden, neue Herausforderungen zu bewältigen. Nun geht und stellt das Licht der Welt wieder her. Tja, dann gib uns mal den Zahn des Lichts. Na super. Zahn des Wassers erhalten. Ach ja, Zahn des Wassers, Entschuldigung. Der Neptodrache fällt in einen tiefen Schlummer. Ist ja fast wie Schneewittchen. So. Müssen wir dann nochmal mit den Wikingern reden? Ich würde sagen, liegt da eigentlich noch was? Liegt da vielleicht noch was rum? Irgendwie so hat sich da ein Geheimgang geöffnet oder so. So zu den Imbertruhen. Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, wir reden dann auch erst nochmal mit den Wikingern. Weil die freuen sich bestimmt, dass der Drache jetzt weg ist. Beziehungsweise, dass er wieder Ruhe gibt. Und ich schätze mal auf dem Gewässer, das ist dann die Begründung dafür, dass man auf dem Wasser dann Zufallskämpfe hat, weil halt das Licht des Wassers oder des Meeres oder wie auch immer in die Tiefen gezogen wurde. Ja, wir passen gut auf die Enterprise auf, kein Thema. Komm mal her, Schnuckelchen. Wolltest du nicht auch noch mitkommen? Wie schön, dass ihr heil zurückgekommen seid. Der Chef ist jetzt viel besser drauf. Ja, aber wieso, war drunter vorher besser oder was? So. Willkommen zurück, die Wikinger werden niemals vergessen, was ihr uns getan habt. Ja, die Enterprise gehört euch, nehmt sie euch und segelt davon, junge Helden, lasst euch vom Wind leiten. Du bist nun stolzer Besitzer der Enterprise. Wie, das war alles? Ihr seid super Spitzenklasse. Ich werde meine Kinder nach euch benennen. Nee, tu das nicht. Ja, das, scheint schon so ziemlich alles gewesen zu sein. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal kurz übernachten. Wir könnten ja auch mal hier fragen, ob da irgendwas an neuen... Nein, hat er doch neu, Topper. Ur. Ein reisender Händler kam vor kurzem nach Ur. Er ritt auf einem Chocobo. Das sind wahrhaft tolle Reittiere. Ja, das mögen sie sein und die geben sicherlich auch ein hervorragendes, vorzügliches Brathähnchen ab. Bei der Größe, was die haben, bestimmt. Aber wenigstens sind wir schon mal ein bisschen weitergekommen. Ach, das ist schon mal sehr schön, das ist schon mal herrlich. Wie gesagt, dann gehen wir mal eben hier übernachten, dass alles wieder aufgefrischt ist. Und dann wollen wir doch mal schauen, wohin es uns verschlagen wird. Wohin der Wind uns treibt. Na, wir nehmen Schluck Kaffee. Ach, ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt weitergekommen sind. Ohne Scheiß. Oh, ich habe schon gedacht, so, nee, dann hängt man da vor der Ratte und dann geht da auch wieder nichts. Aber das war eng. Jetzt mal angenommen, man hätte ja gar keinen Schwarzmagier in der Gruppe gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Wäre man voll gefickt gewesen, jetzt ohne Scheiß, ne? Kacke. Also ob das so, also das heißt, den Schwarzmagier bzw. den Rotmagier mit seiner Schwarzmagie werden wir auf jeden Fall in der Gruppe lassen. Gut, bei Refia mit Weißmagier bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also, die ist noch nicht ganz so eine Hilfe, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ja, la 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 la. Seht ihr wohl, da kommt der Zufallskampf, weil... okay. Weil, ne... Das Licht wurde ja in die Tiefen des Meeres gezogen. Ja. Komm, weißt du, du machst jetzt einfach mal Aero. Ist egal hier. Und du machst einfach mal einen Ausfall auf den unteren. So. Keine Sorge, ich mach das schon. Blitzra. Ja, dann werden die beiden wahrscheinlich sowieso sofort erledigt sein, könnte ich mir vorstellen. Also, Wasserviecher, die Blitz abbekommen. Ich denke mal, ja. Weißt du, und die leben noch? Alter. Wow. Ah. Ja, mal gut was weggesteckt, jo. Muss man ja mal so sagen. Wir konnten auch nicht viele Levels jetzt sammeln. Weil wir immer nur als Wicht rumgelaufen sind. Und uns nicht verteidigen konnten, nicht kämpfen konnten. Nichts konnten wir machen, nichts. Alter, wir hier kommen ja bald noch mehr Kämpfe als an Land. Oh, guck mal, die sind Jesus. Die können auf Wasser stehen und laufen. Sahagin, okay. Boah, greifen wir einfach mal so an. Du machst einfach mal verteidigen und du machst einfach mal einen Auswahl. So. Na, ich weiß nicht, wie gesagt, mit Weißmagier, also, ich denke mal, die Refia werden wir umändern in, ich weiß noch nicht was. Aber mit dem Weißmagier erscheint mir noch nicht wirklich besonders hilfreich zu sein. So, und nochmal Angriff, und nochmal Angriff, und verteidigen, und Angriff, los. Dann dürfte sich das für den auch erledigt haben. Na, ja. Sehr schön.
Ja, wir werden jetzt erst mal versuchen, dass wir zu dieser einen Ortschaft, die da oben zu sein scheint, hinkommen. Und dann mal gucken, ob man da nicht neues Equip sammeln kann. Oh. Wir hätten es doch fast geschafft. Manu. Killerfisch. Okay. Du machst mal einen Ausfall auch auf den obersten Kampf. Wir machen erstmal alle auf einen. Oh, ja, gut. Hat sich schon wieder erledigt. Er mit seinem Blitzrad ist voll der Pranser. Ist voll der Protzer. Hm. Nur weil er Blitzrad hat, meint er, kann hier... Ne? Das hätte er mal ein bisschen öfters bei der Riesenratte machen sollen. Dann wären wir da schneller fertig gewesen. 128 Jill, 120 EP. Na gut. Ja, ja, jetzt komm raus da. Ja, wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind wieder in Kanan. Das ist doof, weil, hier gab es ja kein neues Equip, oder? Oh, Entschuldigung. Das ist ja voll doof. Hä? Gab es denn hier überhaupt irgendwas für uns? Ich glaube nicht, ne? Nichts, was wir gebrauchen konnten jetzt so, oder? Vor allem nichts für die Refia. Ist doch wieder doof. Ja, was machen wir denn jetzt mit der Refia? Wie gesagt, so... Es erscheint mir noch nicht wirklich... besonders... nutzvoll zu sein mit einem Weißmagier. Zumal wir nichts für die haben. Wir haben keine Ausrüstung für die. Wir haben ja gar nichts für die. Die kann ja wirklich in den Kämpfen größtenteils echt immer nur so... ich halte mich mal raus, ich verteidige mich mal. Das ist doch voll doof. Das ist doch scheiße. Tja, tja, tja. Das ist jetzt die Frage. Ach, weißt du was? Hier, komm her. Tanz nochmal für mich. Oh, hallo, ich bin eine Tänzerin. Schau mir zu. Und ob ich das werde. Und die Augsburger Puppenkistenmusik. Na, das soll den Helden auch mal gegönnt sein hier. Nach harter, schwerer getaner Arbeit. Dass sie sich da mal so eine Tänzerin von Namen angucken dürfen. Ja, Vita Blitz Blindgift, ja. Hm. Ja. Ja, ich meine, man könnte natürlich sagen, okay, dann kriegt sie vielleicht noch einen Blitz, die Refia. Dann würden wir sie zum Rotmagier machen. Arg vielleicht komplett zum Schwarzmagier. Aber mit dem Schwarzmagier haben wir dann vielleicht das gleiche Problem wie mit dem Weißmagier. Keine Ausrüstung. Gut, dafür könnte der aber auch angreifen. Ah, das wahrscheinlich auch wieder nicht besonders oft. Ja, das ist schwierig. Schwierig, muss ich sagen. Da fällt mir ein, wir müssen ja noch nach König Argus. So, wisst ihr was, wir gehen hier mal wieder raus. Hier gibt es sowieso nichts für uns. Und schauen mal, wie wir zu König Argus... Ach, wir müssen ja diesen Typ noch wegbringen. Genau, wir müssen ja noch Blau-Grünhaar hier, wie auch immer, wegbringen noch. Ja, wo war der? Wo war die denn? Da! Vielleicht gibt er uns ja dann Blitzra. Dash, oh Dash, du bist zurück. Ich hatte schon geglaubt, dass du mich vergessen hast. Hat er wirklich. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Aber jetzt will ich aufhören zu weinen und nochmals auf deine Rückkehr warten. Wie nochmals auf die Rückkehr? Er ist doch schon da. Hä? Okay. Dash, wo bist du gewesen? Saline hat sich schreckliche Sorgen gemacht. Ich weiß, dass du erst zurückkommen kannst, wenn du alles erledigt hast. Aber versprich mir trotzdem, dass du bestimmt wiederkommst. Wie, was hat denn der noch zu erledigen? Was müssen wir denn jetzt noch mit dem... Hä? Alter, da kann man doch bestimmt irgendwie durch, ey. Hier gibt es auf jeden Fall einen Geheimgang, da wette ich für. Das sieht so auffällig aus dahinter. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, die Holzscheite. Guckt mal da. Seht ihr wohl? Ich hab's mir doch gedacht. Du findest Hammer. Ach so. Wie ein Hammer. Was? Bitte? Moment, jetzt müssen wir mal eben alle durchgucken hier. Huch. Hä, wie wir haben Hammer. Was? Alter. Hammer. Ach so. Er teilt Wicht oder hebt Wicht auf. Ah, so, okay. Aber ich habe gesehen, dort drinnen leuchtet es auch noch. Da müssen wir irgendwie drankommen. Und da, denke ich mir mal,
Das muss doch irgendwie entweder von hier hin. Oder wir müssen irgendwie versuchen, vom Hintereingang ranzukommen da. Mal eben gucken, mal eben ranzoomen hier. Hier ist nix. Hier ist wirklich nix. Was? Wie soll man denn da hinkommen? Moment mal. Ich will da jetzt aber hin. Vielleicht irgendwie von hier so? Ja, nee. Also irgendwie geht hier nichts. Na gut, 20 Minuten. Ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Wenn ihr das Video gut fandet, lasst es mich wissen. Lasst mir eine Bewertung da. Schreibt es mir in die Kommentare. Da können wir auch nichts machen. Wenn ihr das Video nicht so gut fandet, dann lasst mir besser keine Bewertung da. Aber schreibt es mir trotzdem in die Kommentare. Und wenn ihr mich so richtig scheiße fandet, dann erzählt all euren Freunden davon, wie scheiße ich bin. Und ansonsten aus der Haus und tschüss.